Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Verzeiht bitte mein Interface. Ich habe leider tatsächlich kein Interface mehr, wo meine Kamera im Fullscreen ist, aber ich denke, das sollte so auch gehen. Ich habe heute exklusives Material zum kommenden Spiel Ostwind, Legende von Kimori, was ich netterweise von Azir zugeschickt bekommen habe. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Offiziell kommt dieses Video erst am 28. August raus, an meinem Geburtstag. Ja, leider konnte ich ja nicht auf der Gamescom sein. Ich habe trotzdem das Material zugeschickt bekommen. Und das ist ein DevTalk, ein Developer-Talk auf Englisch. Das heißt, ich werde das jetzt mit euch gemeinsam anschauen und in der Zwischenzeit dann einfach so ein bisschen gucken, dass ich das mit übersetze, was da jetzt so drin vorkommt, was erzählt wird. Und es ist exklusives, bislang noch unveröffentlichtes Videomaterial. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass ich das bekommen habe. Das freut mich wirklich sehr. Und jetzt starten wir rein. Ich musste gerade mal ganz kurz den Player wechseln, weil der Media Player wieder nicht wollte. Aber jetzt geht's los, ihr Lieben. Gucken wir rein. Und hier ganz kurz schon mal direkt die Information am Anfang. Es ist noch in Entwicklung. Hier unten steht, dass es eben, frühe Videoaufnahmen sind, die vielleicht nicht das finale Spiel 1:1 darstellen. Creating Windstorm, the Legend of Kimori, is a completely new experience for us. The project is much bigger and way more ambitious than any of our previous Windstorm games. Although this is our third Windstorm game, this time we decided to create a game for people with different core interests. We don't want to make just another horse game. We want to combine detailed horse gameplay with a thrilling story in an immersive and explorable world. With lots of cool gameplay features that you don't normally see in games like this. Expectations from the community in regards to horse riding are really high. But I would even say that our internal bar is set as high or higher. So, schon mal bis hierhin. Sie sagen, dass das Spiel nochmal komplett neue Maßstäbe setzt im Bereich der Ostwind-Spiele. Es ist ja mittlerweile das dritte Spiel, was rauskommen wird. Sie haben da aber deutlich größere Pläne, um einfach auf unterschiedliche Aspekte einzugeben, die Spieler interessieren. People with different interests, genau, nicht jeder Spieler spielt ein Spiel gleich, nicht jeder hat Bock auf die Pflege vom Pferd, nicht jeder hat Bock auf die Quests. Manche wollen sich vielleicht eher wirklich mit den Pferden befassen. Und was ja auch dieses Mal komplett frisch da drin ist, ist ja das neue Feature der Zucht. Und was sie hier diesmal auch haben, also was mir jetzt hier schon mal auffällt, ist, dass wir unterschiedliche Pferde reiten können. Wir haben hier zum Beispiel einen Rappen, wir haben hier einen Schimmel. Und ja, die Ansprüche der Pferde-Community sind hoch, das würde ich genauso unterschreiben. Und wir haben ja eine große Welt, die wir erkunden können. Expectations from the community in regards to horse riding are really high. But I would even say that our internal bar is set as high or higher. Das ist schon mal eine gute Versprechung, dass sie sagen, hey, unsere Erwartung, unser Anspruch an uns selber ist mindestens genauso hoch wie die Erwartungen der Community. Hoffen wir, dass es auch so eingehalten wird. Unterschätze niemals die Pferde-Community. Das ist halt, wir sind ein spezielles Völkchen. Windstorm, The Legend of Kimori is an open-world action-adventure game where you play as a young courier rider in 13th century Mongolia. Okay, also wir sind im 13. Jahrhundert, ein Kurierreiter, den wir hier spielen. When making a game in any historical setting, there's always a balance between authenticity and actual gaming enjoyment. We're not making a historically accurate simulator here, and that gives us the freedom to explore more mystical aspects of the culture, as well as embrace the peaceful exploration experience. Ja, Sie haben gesagt, es ist immer so ein bisschen schwierig, den Realismus wirklich genau aufzunehmen, aber auch halt wirklich ein gutes Spiel und gute Gameplay-Features miteinander zu verbinden, dass es halt auch glaubwürdig rüberkommt. Und sie wollen uns hier auch so ein bisschen Einblicke in die Kultur geben und nicht, aber nicht hundertprozentig alles perfekt so, wenn ich das richtig verstanden habe, so wiedergeben, wie es gewesen ist. Ich gehe hier mal ganz kurz zurück. Genau.
Sie machen keinen historisch akkuraten Simulator hier. Also das eine Simulation vom historischen 13. Jahrhundert in der Mongolei müssen wir nicht erwarten. Aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt unser Anspruch, solange es sich so grob in die Richtung, dass es sich so grob an der Richtung orientiert, damit es halt auch glaubhaft rüberkommt, muss für mich persönlich nicht alles hundertprozentig perfekt in diesem Setting genau so sein, wie es damals gewesen ist. Oder was meint ihr? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. And that gives us the freedom to explore more mystical aspects of the culture, as well as embrace the peaceful exploration experience. Das gibt mir gerade irgendwie so ein bisschen Zelda-Vibes, wenn ich das hier so sehe mit der offenen Welt und dem Pferd, was da steht und unserem Charakter, oder? With The Legend of Kimori, we want to develop a game for horse lovers, but also for people who like to immerse themselves in an open world to explore the beautiful Mongolian landscape. Okay, also ein Spiel diesmal nicht nur für Pferdeleute, sondern auch ein Spiel für Leute, die einfach gerne die mongolische Welt erkunden möchten, quasi von damals. With its various habitats. Entschuldigung, dass ich jetzt so oft stoppe, aber ich muss das, ansonsten ist es zu viel zum Übersetzen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und hier oben ist auch noch der Badge, wartet mal, ihr seht es gerade gar nicht, ich kann meine Kamera gerade nicht verschieben. Unter meiner Kamera ist der Badge, dass es eine Pre-Alpha ist. Also das hier ist alles aus einem Pre-Alpha-Footage. Das Spiel wurde ja auf 2025 verschoben. Völlig fein damit. Ich bin immer eher der Fan davon, dass ein Spiel lieber mal verschoben wird, anstatt dass es dann unfertig rauskommt. Ich mag die Gegend, Mongolia ich mag die Gangarten. And features multiple biomes. In those expanses, small settlements would spring up. The pastoral nomads were really always ready to move, so they oftentimes did not live in permanent structures. Sieht halt einfach aus wie so ein Pony. Die Mongolen hatten doch auch so Pony-artige Pferde, ne? Also es gibt hier unterschiedliche Dörfer. Die Mongolen sind ja auch, waren ja so ein bisschen so ein wanderndes Volk. Und deswegen gibt es keine festen Strukturen, keine Steinhütten oder sowas. Ganz ehrlich, ich finde bislang hier diesen Aspekt, also ganz ehrlich, ich habe echt das Gefühl, ich habe Bock, die Welt hier zu erkunden und mich umzugucken. Die Animationen finde ich jetzt hier schon optisch viel, viel besser als in den alten Ostwind-Teilen. Ich bin sehr gespannt darauf. Like Stone Huts. They just took their yurts and moved on to new pastures. Jurten, genau. They didn't really own much, but the things they did have, they took great care of. Surrounding those nomadic settlements is the vastness of Mongolia. The landscape is not only vast, but also really diverse. Wow. Ancient dark woods are as naturally occurring as wide sweeping grassy plains. Streams, boulders, mountains, cozy birch groves are all common features of this land. Ja, die Mongolei ist tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich. Das ist, kann man sich durchaus auch mal ein schönes Video, da gibt es ganz coole Videos bei YouTube, habe ich auch schon mal so ein bisschen reingeguckt. Wie schön sieht denn das hier bitte auch aus? Das ist doch richtig schön hier mit dem Wald. Das gibt mir von der Optik gerade so ein bisschen, also so ein bisschen Kingdom Come Deliverance Vibes auch. Kingdom Come Deliverance als Pferdespiel in der Mongolei. Bin ich dabei und das reimt sich sogar. Seit Pumuckl wissen wir ja, was sich reimt, ist gut. Are all common features of this land ready to be explored by the players. As a cargo rider, your horse plays an important role in exploring the vast Mongolian landscape. Ganz ehrlich, exakt so stelle ich mir einen Mongolen-Pony vor. Auch von der Farbe her, so ein richtig schöner Dun. Finde ich cool. Auch hier mit der passenden Ausrüstung. Das sieht halt auch grafisch echt gut aus, Leute. Also ich freue mich. Okay. No matter if snowy mountains or white grasslands, all cargo needs to be delivered. Oh, hier guckt, das scheint ein bisschen, warte mal, ist das ein bisschen, macht das die Farbe oder ist das ein, nee, guck, das ist doch ein bisschen schlanker als das andere. Hä? Haben die auch unterschiedliche Modelle? Das wäre ja geil. Das wäre ja mal richtig cool. Und ich liebe es, dass wir hier unterschiedliche Biome halt eben auch haben. Das bringt einfach nochmal mehr Abwechslung ins Spiel rein. Wir sehen hier schon ein bisschen was vom Interface. Wir sehen hier oben links unseren Charakter, der so ein bisschen aussieht wie Mika, auch wenn sie hier anders aussieht. Wir haben links die Quest. Das ist sehr interessant, weil das haben wir normalerweise immer rechts. Also normalerweise sind offene Quests eigentlich immer rechts. Sehr, sehr cool, dass das hier mal so ein bisschen anders ist. Unten haben wir die Pferdeanzeige mit der Ausdauer, hier sehen wir, wie gut das Pferd gefüttert ist, ob es Wasser braucht. Und unten rechts sehen wir Shortcuts
für die Kamera, wie es aussieht. Die Map, die können wir über M öffnen, I fürs Inventar, Y vielleicht Ausrüstung mit dem Hufeisen, X ist das schnelle Stoppen, Leertaste das Springen und über Steuerung und die Pfeiltasten scheinen wir, also vielleicht verlangsamen wir auch mit Kontrolle, also mit Steuerung. Das habe ich noch nicht so ganz raus, aber das werden wir rausfinden. Train your horses to build and maintain bonds and unleash their full potential. Okay, wir trainieren unsere Pferde. It will be possible to breed horses over generations. Wie cute war das Fohlen denn gerade bitte? Oh, wie niedlich. Das ist ja voll knuddelig. Übrigens, wundert euch nicht, es kann gut sein, dass das ein wirklich langes Video wird. Dann teile ich es einfach irgendwo in zwei. Das nehme ich mir dann einfach mal raus. So. Wie knuddelig ist das denn bitte? Guckt euch mal die Mähne an. Ah, ist das knuddelig. Ist das knuddelig. Ja, also wir trainieren die Pferde und bauen ein Band mit ihnen auf, eine Verbindung. Und nur so können wir dann das volle Potenzial aus denen rausholen. So, warte mal. Hier, das ist wahrscheinlich der Papa gewesen. Was haben wir denn hier? Zodiac. Mongolian Mix, also so eine mongolische Mischrasse quasi. Wir haben Ausdauer, wir haben Gesundheit. Ah, hier, Water Food Trust. Trust müssen wir aufbauen. Und das hier sind wahrscheinlich Sachen, die wir durchs Training bekommen. Die beiden vielleicht auch. Und Water und Food, klar. Equipment ist hier noch nicht drin. Permanent Traits, das heißt, die Pferde haben und Trust-Based Traits. Also sie kommen mit bestimmten Charakterzügen auf die Welt, die wirklich permanent sind. Es gibt zwei, die auf der Verbindung zwischen uns und dem Pferd basieren. Und hier unten sind noch Special Traits. Was das jetzt genau ist, weiß ich noch nicht. Und was haben wir für Skills? Turning Power, Turning Radius. Ah, okay, also auch wie eng wir wenden können. Selbst das ist halt wirklich ganz, ganz genau und sehr, sehr detailliert hier aufgeschlüsselt. Maximale Geschwindigkeit in Stunden, Kilometern, sogar mit Kommazahl hier. Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,5. Naja, von 0 auf, wahrscheinlich von 0 auf 36,8 in 4,5. Dann können wir hier sehen, wie viel wir tragen können mit dem Pferd. Wir sehen die Ausdauer und die Ausdauerregeneration. Buffs wird es auch geben, vielleicht durch Futter. Das weiß ich jetzt momentan noch nicht. Und hier unten sehen wir die Statistiken vom Pferd. Es gibt Balance, es gibt Ausdauer, es gibt Agilität, es gibt Geschwindigkeit und es gibt Stärke. Und Potential und Max, ich weiß jetzt nicht, warum das Maximum höher ist als das Potenzial um 8 Punkte. Das werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Utilize their best skills and thus. Ja, guck, da haben wir das doch gerade gesehen. Hier, das ist ein bisschen gedrungener, kleiner, quadratisch praktisch gut. Und hier haben wir einen etwas drahtigeren Körperbau, längere Beine, ein bisschen sportlicher gebaut. Genau. Ist auch direkt ein bisschen schneller. Interessant.